Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Stalker, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe und beenden wollte und mich dann diese Mistviecher da noch angegriffen haben, geht's jetzt wieder weiter und zwar in diese Richtung. Da vorne ist, das ist glaube ich hier. Sieht nach Eisenbahn aus. Da müssen wir uns ungefähr so halten. Laufen wir einfach mal rüber. Speichern mal wieder. Ich weiß nicht, was uns hier noch so schön zerfetzen könnte oder so. Deswegen lieber mal zu viel gespeichert als einmal zu wenig. So, da hinten sehen wir doch schon ein paar Gebäude. Schauen wir mal das Fernglas raus und gucken hier mal so ein bisschen rum. Ne? Aber scheint so ein bisschen verlassen zu sein. Zumindest kann ich jetzt hier nichts erkennen, was irgendwie auf Gefahr hindeuten würde. Da sind Typen, die bewaffnet sind. Und der zielt schon auf mich, oder was? Die will mich verarschen. Wieso hat der eine graue Umrandung und der hat eine rote Umrandung? Ist der lieb und ist der böse, oder was? Okay, da steht auch noch einer. Ich glaube, ich sollte da nicht hingehen. Ich hab so das ungute Gefühl, dass die mich irgendwie über den Haufen ballern werden. Deswegen halte ich mich mal von denen fest. Da vorne ist noch ein Häuschen. Fangen wir einfach mal da an. Uns umzugucken. So, was ist das? Das sieht so ein bisschen nach Bushaltestelle aus. Oder? Ja, doch, könnte eine Bushaltestelle oder sowas sein. Aber ich habe so die Befürchtung, dass hier kein Bus mehr fahren wird. Deswegen brauchen wir da eigentlich gar nichts zu warten. So, gehen wir mal in das Häuschen hier rein. So, in dem Haus nehme ich mal lieber die Shot hier raus hier. Wer weiß, wer weiß. So, da ist eine Kiste. Die machen wir mal kaputt. Da liegt ein Typ rum, der tot ist. Hat eine Waffe dabei, hat ein bisschen Ding dabei. Versteckt durchsuchen, nichts drinne. Wieso ist hier überall nichts drinne, bitte? Ernsthaft. Okay, wenn ich einen Benzinkanister messere, explodiert er. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt stehe ich wieder hier. Super. Hätte ich vielleicht an dem Ding nochmal speichern sollen. Oh Mann. Da flimmert's wieder. Da laufen wir mal schön außen rum. Also merke, keine Benzinkanister mit dem Messer attackieren. Sonst werden die böse und schlagen ganz dreist zurück. So, aber da war ja sonst nichts drin. Das heißt, ich könnte den Benzinkanister einfach mal mit der Pistole abschießen. Bevor ich dann beim Messern von den Kisten da irgendwie drauf gehe, weil ich dann das Ding doch erwischt habe. Sie sind zu erschöpft, um zu... super. So, jetzt kann er wieder gehen. Das ist schon mal gut. So, wo ist der Benzinkanister? Da ist der Benzinkanister. Trifft das Ding? Ja, sehr schön. Ich war trotzdem noch ein bisschen zu nah dran gestanden, würde ich behaupten. Was ist da? Habe ich da gerade was aufgesammelt? Ja, aus einem Banditenanzug. Banditenjacke, Banditenpanzerjacke. Ja, okay. Wir sollten mal verkaufen gehen. Hier ist unser Gewicht. 37 Kilo. 50 können wir tragen. Wird Zeit zu verkaufen eigentlich mal. Vielleicht hat der Händler was Schönes für uns im Angebot. So, den wollte ich noch plündern. Genau, der Rucksack ist beim Dorf. Der. Am Lager der Neuen hat das einen Stock erwischt. Mal gucken, was der dabei hat. Machen wir danach. Machen wir danach. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Ne? Erstmal plündern wir den ganzen Scheiß hier. Da ist schon wieder so eine komische Scheiße hier, der ich möglichst aus dem Weg gehen will. Da hinten liegt auch noch was. Was ist da los? Der ist tot. Gehen wir danach hin. Erstmal gehe ich hier gucken. Gehen wir einfach mal da oben rein. So, was haben wir denn hier Schönes? So, da werde ich wahrscheinlich nicht lang laufen können, ohne runterzufahren. Aber hier komme ich lang. So. Aha, da hinten sehe ich da schon eine Kiste, in der wahrscheinlich wieder nichts drin ist.
Munition. Okay. Da geht's nochmal nach oben. Das ist natürlich auch gut. Müssen wir uns keine abstrusen Wege hier raussuchen, um da irgendwie hochzukommen. Aha, da habe ich vielleicht einen schönen Blick auf die Typen, die da rumwandern. Der zielt schon wieder auf mich oder zielt er woanders hin? Ich glaube, der zielt woanders hin. Der zielt irgendwo dahin. Aber gut. So, das schaut doch nach viel Vorräten aus. Hier ist alles kaputt, okay. Und hier hat jemand Spaß beim Rauchen gehabt. So, ansonsten gibt es hier nichts Wirkliches auf dem Ding da, glaube ich. Ist da was drin? Nö. Ich kann ja mal reingehen. Aha. Versteckt durchsuchen. Was ist das? Strahlung minus 10, Wunden plus 100. Ergebnis der Interaktion. Ah, das ist ein Dorn. Ergebnis der Interaktion zwischen der Anomalie, Brennflaum und dem Körper eines unachtsamen Stalkers. Artefakt Dorn durchstößt den Körper seines Trägers, reinigt den Körper aber auch von Radionukliden, weit verbreitet und günstig. Nehmen wir einfach mal mit, Preis ist 1000 RU, ich nehme an, das sind Rubel oder sowas. So, komme ich jetzt hier wieder raus, bitte? Scheinbar nicht so. Hallo? Ich mag hier raus. Komme ich hier raus? Will das Ding mich jetzt verarschen, oder was? Ich will hier wieder raus! Ist das jetzt ernsthaft, ernst gemeint von denen? Komme ich hier runter? Nee, ne. Da muss ich doch irgendwo rauskommen. Komme ich hier wieder raus? Irgendwie nicht so, ne? Da komme ich auch nicht raus. Ich will hier wieder raus, Alter. Ich will hier drauf springen, hier drauf. Wie komme ich hier wieder raus? So, da geht's ein bisschen runter. Da komme ich auch nicht rein, ne? Nee. Will das Spiel mich jetzt irgendwie verarschen, oder was? Aha, jetzt komme ich raus. Und wer schießt da auf was? Oh, da greift ein. Ach, das können wir uns mal angucken. Halt, ich will mal Fernglas haben. Mal gucken, wie lange die brauchen. Nicht so lang. Die haben auf jeden Fall Maschinengewehre. Was ist denn da oben? Gibt's da oben irgendwas? Ein Zug? Da ist eine Absperrung. Da ist eine Brücke kaputt. Der hinten ist Absperrung. Au. Der ist kein... Da könnten wir durch. Vielleicht kommen wir an den Typen dann da so vorbei. Keine Ahnung. So, wir rüsten erstmal wieder unser Messer aus hier. Ach, hör auf rum zu piepsen und nerv mich nicht. So, ist da noch was drin? Nö. Oh. Aber da liegt was. Ich glaube, ich brauche mich aber nicht getrauen, da reinzulaufen. Kommt man von hinten da irgendwo dran? Hallo? Gib mir das. Ich sehe es doch hier leuchten. Ich will das doch nur haben. Da, ich hab's. So, was ist es denn? Wo ist es denn? Das da wahrscheinlich. Eine Steinblume. Das in der Anomalie Sprungbrett gebildete Artefakt kann nur in einigen wenigen Bereichen der Zone gefunden werden. Seine Bestandteile aus Metall erzeugen ein wunderschönes Lichtspiel, wodurch es sehr beruhigend wirkt, das Artefakt bei Nacht am Feuer zu betrachten. Okay, Strahlung. Hier Wunden will ich aber nicht so...
könnten mit dem Dorn die Strahlung von dem wieder auskontern, aber dann haben wir halt noch die Wunden, was aber auch ein bisschen doof ist eigentlich, weil ich eigentlich nie so Bock auf irgendwelche Wunden habe. So, dann wäre das, glaube ich, ja auch mal abgehakt. Haben wir alles hier gefunden? Ich weiß es nicht, vielleicht ist da noch oben noch irgendwas drauf. Aber schaut nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum erstmal hier ein bisschen raus, dass wir ein bisschen Überblick haben. So, was haben wir denn hier? Versteck des Totenstalkers. Das ist, wo da auf der anderen Seite der Schiene so das ausschaut. Da müssen wir dann erstmal hier einen Weg irgendwie vorbeifinden. Aber wir holen uns erstmal den Rucksack. Das ist ungefähr in diese Richtung. Erstmal am Haus vorbei. Nehme ich doch mal die Schotti wieder in die Hand. So ein bisschen in die Richtung. Ich höre es schon. Ah, ne, da hinten war ja auch noch was. Da hinten war ja auch noch was. Ah, da sind mir gerade zu viele Viecher. Da gehe ich dann nachher hin. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal einen Rucksack von einem Typen da. Der irgendwo rumgammeln muss. Das ist tot. Okay, warum ist das tot? Warum läuft das weg? Eww. Oh mein Gott. Wäre ich fast rückwärts reingelaufen. Das ist irgendwie nicht so ganz gesund, habe ich so die Theorie. So, das Wildschwein. Ich glaube, das ist angerannt. Was ist denn los mit dem Vieh? So, der Rucksack muss irgendwo hier sein. In dem Busch drin oder so. Ah, da. Schon wieder eine Silencer-Waffe. Beziehungsweise Waffe mit Silencer. Und ein bisschen Munition. Ich habe Angst. Ich habe keine Lust, dass mich jetzt irgendein Vieh von hinten einfach so umhaut oder so. Aha, da sind wir hier wieder. Okay, das ist schon mal gut. Da sind wir zumindest mal auf der Straße. Würde ich sagen, laufen wir nicht rennen, sonst sind wir wieder zu erschöpft. Ah, wobei, ein bisschen geht noch. Aber sonst, ja, bisschen kaufen. Ah, super. Springen verbraucht scheinbar ein bisschen mehr Ausdauer als Rennen oder so. Na ja, gut, dann laufen wir halt am... Oder ich warte jetzt einfach, bis er aufhört zu schnaufen, dass ich wieder einigermaßen normal laufen kann. Ja. Gut. Was zur Hölle? Wer schlachtet da ein Schwein? Ja gut, dann gehen wir erstmal zum Händler. Zu geben den Anzug, ist er hier? Oh Mann. Hallo du da. Gute Reise, ich bin wegen des Auftrags hier, Auftrag erfüllt. Wir haben eine Steinblume erhalten, haben wir schon. Und er hatte keine Aufträge mehr für uns. Ist da jetzt was Neues drin? Nö. So. Na, gehen wir hier wieder raus. So. Du da. Die Jungs und ich haben die Situation am Parkplatz im Griff. Ich brauche einen Auftrag. Hast du etwas für mich? Wir haben eine Qualle bekommen, was auch das ist. Bau der Wildschweine vernichten ist gut. Mein Freund und ich hatten hier ein Lager nicht weit vom Parkplatz entfernt, wo der Wald dichter ist. Was man halt so braucht. Aber kürzlich haben die Wildschweine dort einen Bau errichtet und nun können wir nicht mehr in unser Lager. Bitte hilf uns, töte die Wildschweine und ich werde dir dankbar sein. Auch im Namen meiner Freunde. Habe ich den Auftrag jetzt angenommen? Nee, habe ich nicht. Bin dabei. So. Ja, gut, dann, geh mir aus dem Weg. Aha, okay. Nehmen wir mal mit. Hat niemand gesehen, oder? Nö, gut. Scheint auch niemanden zu jucken irgendwie. Halt, da ist Zaun. So, da hinten ist, glaube ich, der Eingang zum Händler gewesen. Genau. Dann, wir haben jetzt mehr als genug Scheiße im Inventar. Würde ich behaupten. Dann, hallihallo, Händler. Auch. Schön die Tür in die Fresse. Was hast du denn da? Hallo du, die Situation ist klar. Wo ist das Laufwerk? Hier ist das Laufwerk. So, irgendwelche Spezialaufträge auf mich. Ich habe nachgedacht. Das ist mein Angebot. Ganz allgemein gesprochen musst du vor allem Strelok finden, stimmt's? Gehen wir einfach davon aus, dass es so ist. Das gibt's über Strelok zu sagen. Es gibt einen Stalker dieses Namens. Man sagt, er hätte einen Weg in die nördlichen Bereiche der Zone gefunden.
Das ist jungfräuliches Gebiet. Eine wahre Goldgrube voller Artefakte. Ja. Wie dem auch sei, ich kann dir helfen, ihn zu finden. Aber du kannst dir sicher vorstellen, dass das nicht umsonst ist. Du wirst es abarbeiten müssen. Aber auf lange Sicht profitieren wir beide davon. Du entsorgst diesen Strelok-Typen und findest heraus, was mit dir passiert ist. Und ich? Nun ja, ich bekomme meinen Teil unseres gemeinsamen Profils. Also, was sagst du? Deal? Erzähle weiter. In Ordnung, hör zu. Du bist auf Geschäfte aus, das kann ich sehen. Und ich meine, wir brauchen Typen wie dich. Wir versuchen uns gerade mit anderen Händlern zusammen an einer Untersuchung. Wir wollen eine Route in den Norden eröffnen, direkt ins Zentrum der Zone. Aber irgendjemand oder etwas in der Nähe des Zentrums versucht uns aufzuhalten. Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel dieser Strelok es geschafft hat, da durchzuschleichen. Es gibt da dieses Gebiet, in dem dein Hirn zu kochen anfängt. Echt unheimlich da. Naja, um die Sache kurz zu machen. Ein paar Jungs haben diese Stirnacken für mich ausspioniert, nicht weit von hier. Anscheinend haben sie drüben im Agroprom-Forschungsinstitut etwas rausgefunden, etwas Großes. Ich bin mir sicher, dass es mit dem Zentrum der Zone zu tun hat. Aber egal, was auch immer sie herausgefunden haben, es wird irgendwo im zweiten Stock des Instituts unter Verschluss gehalten. Und wir brauchen das Zeug wirklich dringend. Verstehen wir uns? Ja, ich denke, wir verstehen uns. Wenn du die Aktenmappe hast, bring sie ja nicht hierher. Bring sie direkt zum Wirt. Er betreibt die Stalker-Bar, das 100 Rad. Ich lade dir die Koordinaten auf deinen PDA. Alles klar? Alles klar. Du musst nach Norden gehen, über die Müllhalde und danach in Richtung Westen. Noch ein paar Kilometern kommst du zum Agroprom-Forschungsinstitut. Sei vorsichtig. Das Strahlenniveau ist auf der Müllhalde wahnsinnig hoch. Du solltest also irgendwas zum Dekontaminieren schlucken. Oder wenigstens ein bisschen Wodka. Viel Glück. Ein bisschen Wodka haben wir ja im Inventar. Spezialaufträge, was für Spezialaufträge? Du hast nicht einmal den letzten zu Ende gebracht. Okay, ich brauche einen Auftrag. Hast du etwas für mich? Da gibt es etwas. Wir haben hier 4 zur Auswahl. Den Schwanz eines Pseudohundes besorgen. Der Winter bricht bald ein. Und was tragen Mädchen auf aller Welt am liebsten im Winter? Richtig, Pelz. Zurzeit gibt es einen neuen Modetrend, die Herstellung aller möglichen Accessoires aus den Schwänzen von Pseudohunden. Ist wohl eine Art besonderer Pelz. Jedenfalls gibt es eine Anfrage nach so einem Schwanz. Erledigst du das? Erledigt. So. Nächster Auftrag, Handelsvertreter töten. Stell dir vor, da rennt so eine Pfeife rum, die sich als mein Handelsvertreter ausgibt, meinen Ruf missbraucht und dann seine zweitklassige Ware verscherben will. Gebrochene Läufe, auseinanderfallende Rüstung, abgelaufene Konserven. Bei mir haben sich schon etliche Kunden beschwert. Ich brauche jemanden, der sich um diesen Handelsvertreter kümmert oder beziehungsweise sich mit dem unterhält. Ich bin dabei. So, ich brauche einen Auftrag. Die Gegend von Mutanten befreien. Es gibt etwas. Das ist eine leichte Sache. Sie wollen einen ausländischen Touristen hierher bringen. Er hat meinen Jungs etwas Geld geboten, um sich die Zone mal ansehen zu können. Und die Gegend, die sie ihm zeigen werden, müsste von Mutanten befreit werden. Kannst du dich darum kümmern? Sieh es als erledigt an. So, Artefakt Qualle finden. Ein Typ aus dem großen Land fragt nach einer Qualle. Bringt zwar nicht viel Geld, ist aber auch keine Mühe. Kümmere dich drum, ich bin dabei. Wegen des Auftrags hier. So, die Qualle haben wir nämlich im Inventar gehabt. Die haben wir von Wolf gekriegt, glaube ich. Und wir haben Geld und Korsaken-Wodka erhalten. Das ist natürlich gut. Warte, schon gut ein anderes Mal. So, erstmal handeln hier. So, was brauchen wir denn nicht mehr? Die hebe ich mal auf. Wir haben hier haufenweise Waffen, die hau ich mal alle hier rein. So. Dann kann ich die noch reinhauen. Brauche ich das verwendet? Ah, okay, die bringt keine Kohle. Da ist noch eine Ding. Steinblume hebe ich mal auf. Steinblut. Oh, das habe ich ausgerüstet. 8 Wodka haben wir. Die Banditenjacke und das Ding hau ich mal noch weg. So, 3100. 30 Ding kriegen wir. Was brauchen wir? Wir haben ein bisschen wenig Schottimuni, würde ich behaupten. Nehmen wir mal noch 20 Schuss mit und dann machen wir hier mal auf 200 Schuss noch hoch. Bei der Pistole. Ach, das geht immer nur in Dingschritten, okay. Mal 210. So, was haben wir hier noch? Keine Medikits, nichts
Dann würde ich sagen, schließen wir den Handel einfach nicht mal so ab. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Was ist das? Reduziert die Strahlenwirkung. Okay, gut. Na, vielleicht kann ich noch ein paar von denen weghauen. Das ist na, mein lass Junge. Ich mal. So, du wir hast haben meinen jetzt Tag scheinbar gerettet. Hunger. Dann essen wir doch einfach mal eine Nährstoffwurst. Essen. So, perfekt. Gut, dann gehen wir mal wieder nach draußen hier. Beziehungsweise machen wir an dieser Stelle mal wieder eine Pause, denn die Folge ist leider schon wieder rum. Wir sehen uns also dann im nächsten Part von Stalker. Bis denne und tschüssi.